Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Seid gegrüßt, liebe Abenteurer. Ich bin's, eure Jungfer Fronkine von Honkheim. Heute mal in der Vertretung für den Honk, der besoffen und am Tisch liegt. Ja, ich grüße euch zur ersten Aufnahme im zweiten Jahr der Plage, im zweiten Jahr der schwarzen Pest, anno 2021. So, jetzt mal Schnauze. Geht ab. Ja, Moinsen aus Hamburg, aus dem verregneten, ziemlich kühlen Hamburg. Und wir haben heute einen Bosskampf vor uns. Bosskampf, Bosskampf, Bosskampf. Und da gehen wir doch gleich mal rein zum Audienzraum. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, da hat mir der Vergangenheitsgronk ja eine Vergangenheitshonk ja eine ganz schöne Aufgabe hinterlassen, ne? Gleich am Anfang ein Bosskampf. Scheiß Vergangenheitshonk. Stuhl natürlich. So, hau rein. Digi. So lernen wir uns also noch persönlich kennen. Gestatten, Titus Blumenfold, Kommandant der Festung, in die ihr auf so rüpelhafte Weise eingedrungen seid. Oh mon Dieu, auf so rüpelhafte Art und Weise. Und guck dir mal an, wie der eingedreckt ist. Der erinnert mich an einen Drachenlord. Hab ich jetzt nicht gesagt, so. Spart euch eure Höflichkeiten, Schurke. Wir wissen, was ihr im Schilde führt. Ihr seid mit den Piraten im Bunde. Wohl gesagt, wohl gesprochen, großer Vorgrimm. Das habt ihr also auch schon herausgefunden. Wahrlich beeindruckend. Hat Taschmann noch geplaudert, bevor ihr ihm den Garaus gemacht habt? Du wirst kriegen wie ein Schwein, wenn ich dir deinen fetten Wanst aufschlitze, du ekelhaftes Schwein. So. Kommen wir zur Sache. Was ist das für eine Abmachung, die ihr mit den Piraten habt? Der Tod eures Untergebenen scheint euch ja zu amüsieren. Seid ihr wirklich so skrupellos? Taschmann sagte, ihr wäret vor uns gewarnt worden. Wer hat euch von uns erzählt? Oh, das will ich wissen. Oh. Das würde euch sicher brennend interessieren, nicht? Ja. Glaubtet ihr, eure Schnüffelei würde nicht auffallen? Wie einfältig von euch. Erstaunlich, dass ihr es dennoch bis hierher geschafft habt. Alter. Kommen wir zur Sache, blablabla. Taschmann sagte ihr... der Tod eures Untergebenen, ja. Ich bin ein praktisch denkender Mensch. Ich weine nicht über vergossene Milch. Aber wenn euch sein Ende so nahe geht, hättet ihr ihn vielleicht nicht töten sollen, nicht wahr? Alter, du bist kein praktisch denkender Mensch. Du bist ein grunzendes, dickes, fettes, dreckiges Schwein. Ja, ach, dann nehmen wir mal das Erste. Ein lukratives Arrangement. Für ein paar Informationen lassen Sie immer ein schönes Päckchen vom Schiff fallen. Demnächst überfallen Sie gar ein Elfendorf. Ach, was Sie mir wohl alles mitbringen werden. Ein bisschen Sanyasala Feyama Popasala Drama. Ach ja, Herr Kittenkummler, seien Sie mal gegrüßt. Ist das eigentlich dein richtiger Name? Meine Fresse, was machst du... Kummelst du mit kleinen Kätzchen? Nein, also wenn es dein richtiger Name ist, sei gegrüßt und Entschuldigung, aber der Name ist komisch. Kittenkummler. Ja, schon sehr, sehr geil. Also ich hätte den Namen gerne, ne? Genauso wie Bierfreund oder so, ne? So, also sei gegrüßt, Herr Kittenkummler. Sehr, sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben und zu machen. Elfendorf haben Sie überfallen. Ach du Scheiße. Man erzählt sich ja die außergewöhnlichsten Sachen über die Elfenfrauen. Vielleicht kann ich es ja bald selbst überprüfen. Du fette Sau, unter dir bricht doch alles zusammen, das nicht irgendwie das Gewicht eines brünftigen Ebers hat, Digga, ne? Also echt, ey, solltest du vielleicht mal mit einer Kuh versuchen oder so, selbst die wird zerbrechen unter dir, du dickes, fettes Monstermoppel, was? Ich werde euch zeigen, wie Elfenfrauen sind, Phaedra. Das wird eure Fragen für immer beantworten. Nun, ich denke, unsere kleine Unterhaltung neigt sich langsam dem Ende zu. Ich bin nun mal ein viel beschäftigter Mann und ihr fangt an, mich zu langweilen.
Wenn ihr es nicht abwarten könnt, dass man euch in Ketten legt, von mir aus sagt eins einfach, wo die Piraten sind. Nun, ich habe mehr als genug Zeit. Zuerst erzählt ihr uns mal, wo dieses Elfendorf liegt. Ja. Ach, das ist doch einerlei. Es gibt andere, die die Schätze von dort für mich holen werden. So, und jetzt bin ich euer Fragen wirklich überdrüssig. Nun, ich habe mehr als genug... Ja, da. Wo versteckt sich dieses Pack? Ich hab's langsam satt, auf diesem Fluss herumzudümpeln, nur um diese Kerle zu suchen. Wohl gesprochen, Vorgrim, mein tapferer Recke. Und was ist mit Mora? Ist sie auch bei den Piraten? Alter, du kannst ja genauso schreien wie Vorgrim. Mora? Interessant, dass ihr fragt. Meine Flussräuberfreunde haben diesen Namen tatsächlich des Öfteren erwähnt. Sie klang ziemlich aufgeregt. Dann ist es wohl eine ausnehmend schöne Frau. Sie nimmt den Männern den Geldbeutel aus. Ach, wenn sie so wichtig ist, ist sie vielleicht sogar noch am Leben. Das würde euch sicher viel bedeuten, nicht wahr? Nur schade, dass ihr es niemals erfahren werdet. Doch. Ihr seid besiegt, Narr. Ergebt euch. Wir werden Gnade walten lassen. Spuckt besser nicht so große Töne oder ihr werdet es gleich bitter bereuen. Ah, ich nehme das Erste. Ihr scheint eure Lage nicht ganz zu verstehen. Genau jetzt kümmert sich Kaltensteins Mann um eure Freunde am Schiff. Scheuse. Und für euch habe ich noch eine ganz besondere Überraschung. Oh, was denn? Was Glänzendes? Was zum Spielen? Was zum Knuspern? Das sind ja gleich drei Dinge auf einmal. Das kann nur Kinderüberraschung sein. Nun werdet ihr mit meinem Schoßtier Bekanntschaft machen. Pah, mit dem kleinen Hündchen werden wir schon fertig. Ach, doch nicht dieses Wie süß. Hündchen. Komm, komm, mein Kleiner, hol dir dein Futter. Bei Fex, wer hätte geglaubt, dass sich der Wahnsinn in dieser Festung doch steigern ließe? Ja, ach, das ist doch alles im Endeffekt. Moppelkotze, pass mal auf, ich gehe mal auf Honk von Honkheim. Wir machen mal kurz... In der ganzen Kämpferei machen wir doch tatsächlich nochmal Steigerung, weil wir haben 61 Steigerungspunkte gekriegt. Vielleicht kann man die ja irgendwie gewinnbringend einsetzen. Wir gehen mal auf die Zauber. Nö, da geht nicht viel. Nö. Vielleicht mit den Waffen irgendwas? Können wir mit Waffen irgendwas machen? Die Stäbe? Nein. Die Wurfwaffen könnten wir, ja, warte mal. Selbstbeherrschung ist eigentlich immer ganz gut. Dann geben wir doch erstmal Selbstbeherrschung und die Wurfwaffen noch einen Driff. Und dann soll es für den erstmal gewesen sein. Scheuße, die Facecam steht wieder davor. Aber zum Glück habe ich da auf dem OBS-Bildschirm eine Kopie davon, wenn ich da ein bisschen einen Offset berechne. Ach ja, übrigens, ist mir aufgefallen, der Mauszeiger hängt in der Aufnahme immer ein klein wenig über dem, wo ich draufklicke. Falls euch das wundert, ich spiele ja im Windowed-Modus, weil also im Fenstermodus, weil Vollbildmodus leider irgendwie nicht ganz geht. Und da ist wohl die Berechnung so. Was haben wir denn hier, ne? So, da, ne? Dolche kann sie nicht. Solche Dolche gehen nicht. Dann auch nochmal ein bisschen Selbstbeherrschung drauf. Halt! Honk, halte ein! Oder Honkine, halte ein! Fulminictus Donnerkeil, blitzlich find, ja, den können wir mal. Warte, halt! Halte ein, Honk! Ach nee, die hilfreiche Katze geht gar nicht. Es heißt übrigens hilfreiche Tatze, das weiß ich. Ich sag nur hilfreiche Katze dazu, weil es so süß ist. Sag nix, das ist süß. So. Alle sagen, das ist süß. Also alle, das bin ich. So, ja, mach mal nicht vergessen, den Haken zu klicken. Und, ach ja, vergiss nicht das Abo und die Glocke nicht vergessen zu klicken. Das ist so das Äquivalent.
Ja, er kann nicht. Ach, er kann zaubern, aber er kann seine Zauber nicht skillen. Ja, das stimmt ja. Ach, das stimmt ja. Wurfwaffen kann er auch noch mal ein bisschen hier. Und geht's denn noch mit der Selbstbeherrschung? Nö, da geht mal dann gar nicht mehr. Und dann noch den grimmenden Vorgrimm. Ja, ja, halt. Moment, 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 Moment. Muss jetzt mal gucken. Hat er die jetzt vergeben immer noch? Ja, Er hat noch 20 Steigerungspunkte. Warum hat er noch 20 Steigerungspunkte? Soll das heißen? Nein. Okay. Ja, ich bin nicht ganz sicher mit der Steuerung, die es spielt. Und übrigens, da drüben auf dem OBS-Bildschirm sind die Charakterbilder auch noch mal ein bisschen versetzt. Also, es ist nicht leicht. Es ist Akreiz hier. Hiebwaffen geht nicht. Der Wurfwaffen soll er nicht. Dann gibt eigentlich nur noch... Gib ihm Selbstbeherrschung, dass es spritzt. Und ein bisschen schmieden kann er hier unten ja auch noch mal. Ja, das mit dem Haken habe ich mir inzwischen ganz gut angewöhnt. So, wenn ich mich recht erinnere, müssen wir die Tentakel angreifen. Und ich glaube, Feuer macht denen nichts aus, wenn ich mich recht erinnere. Ist das so? So, Tentakel umwerfen ist vielleicht auch nicht so geil. Schrei nicht so, ich muss gleich mal den Schmiele-Sound runterstellen. Alter Schwede, sei doch nicht so laut, Digga. So, das hätte er eigentlich schon vorher machen können. Und dann, ja, wenn Flammen nichts bringen, halt, ich erinnere mich dran irgendwie, dass Flammen dem Krakenmonster nichts tun konnten. Deswegen bleiben wir einfach mal bei diesen Zäuberchen. Zäuberchen, was redest du? Was redet dieser alte Mann dafür wirres Zeug? Ja. So. Es heißt, wie bitte? So, und du zauberst mal eine hilfreiche Katze. Ich glaube nicht, dass die hilfreiche Katze irgendetwas tun kann gegen Krakenmonstermeuche, aber... Also wir gehen immer auf einen Tentakel. Soviel ich weiß, sprüht das Ding auch noch mit irgendwelcher Ekelrotze durch die Gegend. Ja. Da war ich letztes Mal etwas erstaunt darüber. So, und warte mal. Kann er eigentlich... Hat er irgendwelche... Was mache ich denn? Anzeigen über den Köpfen wurden deaktiviert. Ja, Mann. Entschuldigung. Ist nicht immer so einfach hier, wie es erscheint. Hatten wir ihn jetzt auch zum Fernkämpfer irgendwie halbwegs gemacht? Nö, wahrscheinlich nicht. Dann geht er mal Heldenkampf in den Nahkampf und stirbt. Halt. Schrei nicht so. Wer schreit, hat Unrecht. So. Yeah. Ja, hoffen wir mal, dass wir das hinkriegen. Die Todgeweihten grüßen dich. Sterb. Du wirst dir an meiner Macht den Magen verdirben, Monster! Ja, diese Beute hier musst du dir erst verdienen, Dandao. Also Kuano ist schon außer Gefecht und hat auch schon ein wenig Schaden genommen. Ist ein bisschen dämlich, da die Schadenspunkte zu sehen. Ich sollte das irgendwie mit der Facecam baldmöglichst ändern. Nein, also niemand kann hier mehr. Vorgrim ist im Orsch. Kuano ist im Orsch. Okay. Hol ihn! Oha, 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 das sieht gar nicht gut aus hier. Okay, warum sind auf einmal alle Zauber weg? Also, ich hatte doch Zauber ausgewählt. Ach ja. Wir werden das schon schaffen. Wir werden es schaffen, wenn wir es schaffen. So, dann einmal, jetzt klicke ich schon drüben auf OBS, so ein Kack. Entschuldigung, Stuhl natürlich. So, und sie kann mal... Ich glaube, Brandpfeile, wenn wir noch welche haben, bringen auf das Ding nichts. Wenn ich mich recht erinnere, schrei nicht so, ich habe zu tun. So, Kuano ist noch am Start. Bitte diesmal nicht wieder umwerfen lassen, du Vogel. Ja! Wäre echt nett. Also, Krakenmolch-Tentakel ist aber gleich tot. Sei doch mal ruhig, ich habe hier was zu erzählen, die Leute wollen zuhören. So, er kann schon wieder nicht mehr. So, ein Krakenmulch-Tentakel ist im Eimer. Ich glaube, letztes Mal habe ich den hier genommen. Angriff! Ja, würde ich auch sagen. Alter, OBS, verwirr mich nicht. So, dann einmal da drauf und einmal da drauf. Ich glaube, das wird
etwas kompliziert werden, vor allen Dingen mit dieser blöden Facecam. Muss mir da irgendwas einfallen lassen demnächst. Achtung. Das sage ich eigentlich schon, seit ich mit Drakensang angefangen habe, dass ich das möchte. Weiche! Was zum Geier heißt Bahia? Heißt das Strand? Sagt mir doch mal, ihr Kenner der aventurischen Geschichte. Ja! Komm schon! Der Herr Kittenkummler kennt sich da ja aus. Vielleicht kann der mir ja sagen, was heißt bei ihr. Ja, sind wir ja gut vorbereitet. Haut rein, Leute. Och. Jetzt kommen wahrscheinlich Gegner von hinten. Wenn ich mich recht erinnere, waren da irgendwelche Schnecken oder so. Die hatten, glaube ich, einen süßen Namen, oder? Wie spät ist es denn? Oh, 15 Minuten aufgenommen. Ob wir in den nächsten 5 Minuten noch die, also knapp 5 Minuten noch den Bosskampf schaffen? Bosskampf. So. Ach, da sind sie ja schon. Ach ja, die heißen Morfu. Ach, wie süß. Ich finde den Namen so schön. Ja, der ist so süß. So ein schönes kleines Morfu. Ach, wie süß. Sehen aber eklig aus irgendwie. Die sind gar nicht so süß. Schild hat er noch. Wir können noch ein paar Fulmen draufknallen. In irgendeinem Schwarze Auge-Spiel gab es eine Sprachaufnahme, eine Sprachausgabe, wo der Zaubernde dann immer sagte: Fulmen! Achtung! Weiche. Nee, das nicht. Bahia! Sanyasa. La. Weiche. Popasola. Ja. Was? Es heißt wie bitte? So viel Zeit muss sein, lieber Forgrim. Du willst dir doch nicht sagen lassen, dass Zwerge keine Manieren besitzen, oder? Mach die Morphus platt. Mach die Morphus platt. Morphi. Die sind aber süß, irgendwie. Die hat ja noch Brandpfeile am Start, dieser Nyasala. Die wollte ich eigentlich sparen, ne? Sag mal, Forgrim, hatte ich dir nicht gesagt, dass du die andere Morphu angreifen solltest? Hier, alle auf eine. Ach so. Die eine ist schon bereits tot. Ja, das ist gut. Wir haben gute Chancen, wenn das so weitergeht. Da er schon im Nahkampf ist, gib ihm, Digga. Und, Ei, Captain. Die sind so süß, die kleinen Morphus. Morphu. Das ist ein schönes Wort. Ich finde, Morphu ist ein super schönes, süßes Wort. Du kuschelige kleine Morphus. Ja. Hoho. Alter, ich würde dich so töten, wenn ich nicht auf dich angewiesen wäre. So, zweites Morphu hinüber. Nächstes Morphu wird in Angriff genommen. Hoffentlich werden die Lebenspunkte so resettet wie bei Drakensang in den Bosskämpfen teilweise. Also. Was? Sag mal, Sanyasala, pass mal auf. Du hast hier nur noch 28 Brandpfeile. Ich finde irgendwie, das ist over the top und ich würde gerne haben, dass du die aufhebst für spätere Pupasalas. Sanyasa! Achtung! Wie weit wir wohl heute kommen im Spiel? Ich hab Plastikhaar im Mund. Die zerfällt übrigens schon. Also die 5 Euro, die ich dafür ausgegeben habe, scheinen irgendwie schlecht investiert gewesen zu sein. Ja. Nee, ich glaube, etwas mehr habe ich ausgegeben. Ich glaube. Ja. Weiß ich nicht mehr. Ich habe sie im Doppelpack mit Tina Turner bestellt. Insider. So. Dann mal das letzte Morphu. Mein letztes Morphu. So wie meine erste Klassenfahrt oder so. Da blubbert es schon wieder. Zieht euch zurück, meine Freunde. Zieht euch mal alle schön in eine strategisch wichtige Position zurück. So, da ist er wieder. Der Krakenmolch-Tentakel ist noch nicht angriffsbereit. So, dürfte ich denn mal... Ja, da.
Nein, Stitus Blumfold. Was für ein Kackname auch, ne? So, ja, Lebenspunkte sind regeneriert. Leider Magika nicht. Angriff! Ja, dann lasst uns mal schnell den Krakenmolch. Was für ein Name, Krakenmolch, finde ich geil. Molch, Molch. Molch, Molch, Molch. Molch, Molch, Molch.